Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Reifen Rätz. Beim Genfer Automobilsalon waren wieder alle namhaften Hersteller vertreten und die hatten eines gemeinsam. Es standen diesmal nicht die noch relativ teuren Elektroautos im Vordergrund, sondern die Kompakt- und Mittelklassewagen mit modernster, sparsamer Diesel- und Benzintechnologie. BMW präsentiert in Genf auch den BMW 116d Efficient Dynamics Edition, das erste Modell der Marke mit einem Verbrauch unter 4 Liter. Nur 3,8 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer verbraucht der wirtschaftlichste BMW. Das bedeutet einen CO2-Ausstoß von nur 99 Gramm pro Kilometer. Der Antrieb erfolgt durch einen 116 PS starken Dieselmotor mit Twin-Power-Turbo-Technologie. Erhältlich ist das neueste BMW-Kompaktmodell ab sofort ab 26.150 Euro inklusive Fahrspaß serienmäßig dank dynamischem Heckantrieb. Hyundai bringt 3 Weltpremieren in die Schweiz. Die Kombiversion der zweiten Generation des Kompaktmodells i30, den optisch und technisch überarbeiteten Kleinwagen i20 und das neue Konzeptfahrzeug i-Onic. Der beliebte Kleinwagen Hyundai i20 wurde sowohl außen als auch innen entscheidend überarbeitet. Unter den 4 angebotenen Motorvarianten stehen unter anderem ein völlig neu entwickelter 1,1 Liter Dreizylinder-Dieselmotor mit einer Leistung von 75 PS zur Verfügung, der lediglich einen CO2-Ausstoß von 84 Gramm pro Kilometer hat. Das würde bedeuten, dass der Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer nur knapp über 3 Liter liegt. Nicht allzu viel höher, etwa 4 Liter, soll der Verbrauch bei der sparsamsten Version des neuen Hyundai i30 Kombi sein. Die Motoren von 90 bis 135 PS und Getriebe und Fahrwerk teilt er mit der fünftürigen Version. Die Karosserie hingegen ist um 185 mm länger ausgefallen. Bei einer Gesamtlänge von etwa 4,5 Meter bietet er einen der geräumigsten Innenräume in der Kompaktklasse. Käufer des neuen Hyundai i30 Kombi profitieren vom 5 Jahre Dreifach Garantiepaket. Dieses beinhaltet 5 Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahre gratis Pannendienst und 5-mal gratis den Jahrescheck. Wer im Hyundai i30 Kombi zu wenig Platz findet, der könnte sich zum Beispiel den neuen Jaguar Kombi ansehen. XF Sportbrake wird das neue Oberklassen-Kombi-Modell genannt, welches voraussichtlich noch heuer in Österreich erhältlich sein wird. Mit einem Gepäckraumvolumen von 550 Litern erreicht der Jaguar XF Sportbrake das Niveau des BMW 5er Touring. Technisch greift der Luxusliner auf die Basis der Limousine zurück. Als Basismotor geht der besonders sparsame Vierzylinder-Diesel mit 190 PS an den Start. Ob auch diese spektakuläre Cabrio-Studie des Range Rover Evoque jemals in den Verkaufsstart geht, wird erst in den nächsten Monaten entschieden. Mazda gibt mit dem Takiri einen seriennahen Ausblick auf die neue Designsprache. Hier in Genf schaut man sich einmal die Publikumsreaktion an, zeigt einmal das neue Design, die neue Formensprache von Mazda her, spricht auch ein bisschen über die Technik, die drunter steckt unter dem Blech. Das ist eben sparsame Motoren und jetzt neu Bremsenergie, Rückgewinnung, um noch mehr Sprit zu sparen, ohne dass es auf den Fahrspaß geht. Ja, und die ersten Reaktionen sind schon mal sehr positiv, also es ist schon zu erwarten, dass das Auto mehr oder weniger so in Serie kommt. Ja, auch wir gehen davon aus und nehmen an, dass es Mazda 6 heißen wird. Der Name dieses neuen Sportcoupés ist Toyota GT86. Er hat die weltweit einzigartige Kombination eines drehfreudigen 2-Liter-Boxer-Frontmotors mit Hinterradantrieb. Mechanische Sperrdifferenzial und 6-Gang-Handschaltgetriebe serienmäßig, wie es sich für einen richtigen Sportler gehört. Toyota hat besonders konsequent auf kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und einem niedrigen Fahrzeugschwerpunkt gesetzt. Das Konzept des rund 1200 Kilogramm schweren und 200 PS starken Kompaktsportlers verspricht ausgezeichnete Wendigkeit und Agilität bei gleichzeitig attraktivem Verbrauch. Gerne würden wir das auch bei einer Probefahrt bestätigen. Zu den Händlern in Österreich soll der Toyota GT86 im Sommer kommen, angeblich zu einem Preis zwischen 30 und 33.000 Euro. Now!
Citroën DS5, Hybrid und Diesel, 200 PS, 99 Gramm CO2, Vierradantrieb. Ab sofort bei Ihrem Citroën-Partner Wiesenthal Oberpullendorf. Tückischer Regen fiel, sie rutschten und schleuderten. Fast war es zu spät, doch dann kam der Michelin-Mann und erinnerte daran, der richtige Reifen macht den Unterschied. Michelin Primacy 3. Sicherheit hoch 3. Exzellent im Trockenbremsen, im Nassbremsen und in Kurvenhaftung auf Nässe. Michelin, wir bringen sie weiter. Reifenritz bringt sie sicher jetzt noch weiter. Mit 60 Jahren Erfahrung und den Jubiläumsangeboten. Fragen Sie nach bei Reifenritz. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Fate doesn't ask. Could also be me. Or you. Jedes Jahr erleiden rund 130.000 Menschen eine Verletzung des Rückenmarks. Querschnittslähmung muss heilbar werden. Wings for Life. Ihre Spende ist entscheidend. Vom sparsamen sportlichen Toyota mit Vierzylinder-Boxermotor kommen wir jetzt zu einem noch sportlicheren Sechszylinder-Boxermotor von Porsche und zu den neuesten und sparsamsten Modellen von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Eine neue Variante des Cityflitzers Up zeigt Volkswagen auf dem Autosalon. In Kürze wird es den Up auch als Viertürer geben. In Österreich wird er in wenigen Tagen eingeführt und im Sommer soll er schon in Österreich erhältlich sein. Die Abmessungen des Up bleiben auch mit vier Türen unverändert. Die Wohntüren öffnen weit und ermöglichen einen bequemen Zustieg. Angetrieben wird der VW Up Viertürer vom bekannten 1-Liter Benziner auch als Blue Motion Technology Variante mit 60 bzw. 75 PS. Weiters zeigt VW eine Weiterentwicklung der Studie Cross Coupé mit neuem Antrieb. Das, was dieses Auto hier auszeichnet, ist, dass das ein Plug-in-Hybrid-Modell ist mit zwei Elektromotoren und einem konventionellen TDI-Motor in diesem Fall. Und das Sagenhafte an diesem 1800 Kilo schweren Fahrzeug ist, dass der im Normalverbrauch 1,8 Liter verbrauchen soll. Die Systemleistung beträgt 306 PS, mit denen das Cross Coupé auf 220 km/h beschleunigt werden soll. Audi präsentiert auf dem Autosalon in Genf die dritte Generation des Audi A3. Diese ist leichter und sparsamer. Beim Design bietet der A3 kaum Überraschungen und führt konsequent die Audi-Linie fort. Zudem locken künftig Ausstattungsfeatures auf Oberklasseniveau. Wie Side Assist, Lane Assist, Abstandswarner und auch die modernste Internettechnologie kann man sich ins Auto hereinholen. Die ersten Auslieferungen an Kunden erfolgen im Herbst dieses Jahres. Der Citigo bedeutet für Skoda den Einstieg in das wachsende Segment der Kleinstwagen. Der neue Stadtflitzer bietet maximalen Raum, clevere Features, hohe Sicherheit, perfektes Handling und ein attraktives Design gleichermaßen. Als Zielgruppen des Citigo sieht der Hersteller weibliche Fahrer genauso wie Familien mit Bedarf nach einem Zweit- oder Drittwagen. Als einer der ganz wenigen im Kleinstwagensegment erhielt der Citigo die Bestwertung von 5 Sternen im Euro-NCAP-Crashtest. Den Trend zum Kleinstwagen hat auch Seat nicht verpasst und präsentiert den Mi. Der 3,5 Meter kurze Mi hat die perfekte Größe für den urbanen Verkehrsraum und bietet dennoch jede Menge Platz für 4 Passagiere und erstaunlich viel Gepäck. Der Mi startet zunächst als Zweitürer. Die viertürige Version folgt im Laufe des Jahres. Angetrieben wird der Mi von völlig neu entwickelten Dreizylindermotoren mit 60 und 75 PS Leistung, elektrisch verstellbare beheizbare Außenspiegel, Leichtmetallräder sowie ein Lederlenkrad sind immer dabei. Dem beliebten Ibiza wurde ein Facelift gegönnt und die Motorenpalette angepasst. Grimmiger als bisher blicken die neuen Scheinwerfer, optional mit Bixenon und LED-Tagverlicht, in die Nacht. Die Motorhaube erhält eine zusätzliche Sicke in der Mitte. Auch die Heckschürze wurde im Zuge der Modellpflege überarbeitet. Auf der Motorenseite ist die 1,2 TSI Ecomotive-Version mit 105 PS neu, die im Schnitt als Modell mit Start-Stop-Technik nur 4,9 Liter verbrauchen soll.
Noch als Studie präsentiert SEAT hier in Genf den Toledo Concept. Er verbindet die Proportionen einer klassischen Limousine mit einem sehr eleganten und sportlichen, fast kopiehaften Design. Das moderne Design geht keineswegs zulasten der Funktionalität. Bei kompakten Abmessungen bietet der Toledo Concept ein hohes Maß an Raumangebot und Nutzwert. Die Studie in Genf liefert bereits einen sehr konkreten Ausblick in die Zukunft. Noch im Jahr 2012 soll die Serienversion kommen. Noch nie in der Geschichte des Porsche Boxster war ein Generationenwechsel so umfassend wie beim neuen Modell. Der offene Zweisitzer kommt mit einer komplett neuen Leichtbaukarosserie und einem vollständig überarbeiteten Fahrwerk. Die neuen Boxster legen bei den Fahrleistungen zu und sind außerdem bis zu 15% sparsamer. Die neue Sportwagen-Generation debütiert in der klassischen Porsche-Paarung Boxster und Boxster S. Beide Modelle werden von 6-Zylinder-Boxermotoren mit Benzindirekteinspritzung angetrieben. Die Markteinführung der neuen Boxster-Generation ist für Mai geplant. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren bei Motor TV. Ich hoffe, auch bei der nächsten Ausgabe sehen wir uns wieder. Bis dahin danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Reifen Ritz.